Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Test. Heute spielen wir Defend the Rook. Vom Titel her hat man das Gefühl, es hat ein bisschen was mit Schach zu tun, denn der Rook ist auf Englisch der Turm im Schach, aber bei genauerer Betrachtung hat das nicht wirklich viel mit Schach zu tun. Es ist vielmehr ein Roguelite-Brettspiel mit ein bisschen Tower-Defense-Elementen. So wie ich das gesehen habe. Ich habe zwischendurch mal kurz das Tutorial angespielt. Wir werden jetzt in diesem Let's Test einfach ein normales Spiel mal machen. Und ich bin gespannt, wie das wird. Erstmal vielen Dank noch an den Entwickler/Publisher, dass sie mir einen Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr das Spiel für euch selber mal auschecken möchtet, Link dazu findet ihr in der Description. Ebenfalls einen Link gibt es zur Playlist, wenn ihr mehrere Folgen am Stück sehen möchtet. So, nachdem das gesagt ist, weiter geht's mit einem neuen Spiel. Are you certain this is the right place? Wir haben Story. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Worry not, Your Grace. The Rook follows my commands to the letter. You should be quite aware of that by now. Of course. I did not mean to doubt your capabilities. They are nothing short of legendary. Then I trust you will have no issues with paying a suitable price for my services. A single barrel of gems should be enough. I thought that such mundane commerce was beneath you. I bowed my head into the mud and begged for your help. Is that not enough to show my appreciation? That payment is not for my benefit, but yours, so that you understand the value of my gesture. I appreciated your humility, but that alone is not enough. Saving a kingdom will always require sacrifices. Be happy that yours is paid in gold rather than blood. Die Lautstärke ist ein bisschen unterschiedlich, tut mir leid, hab ich nichts gemacht. You were right. Das ist einfach so. Clever of them to sneak through the northern plains while your forces are occupied in the mountains. Too clever. I wonder if those pieces are enough. Do not doubt these legends, Your Grace. Their names might have faded from history, but their power is very much alive within my tokens. You should leave now. Let me send you back. I prefer to work alone. Okay, gut. Ich dachte schon, wir kriegen einen super langen Dialog noch. Aber glücklicherweise ist es nicht so. Ich möchte natürlich möglichst schnell in das Spiel spielen, weil wir haben nur ein paar wenige Episoden hier beim Let's Test. Und ich möchte natürlich so viel Gameplay wie möglich zeigen. So, starten wir in den Bergen. Viel mehr haben wir nicht zur Auswahl. Die Berge. Azaz, der Dämonenfürst. Stärken Azaz wird mächtiger, länger im Kampf ist. Schwächen Azaz, Schergen sind schlecht organisiert und unerfahren. Azaz hat eine Horde von Orks und Goblins mit ihren Wölfen geschickt, um den Magister daran zu hindern, der Königin zu helfen. Besiege die Störenfriede, damit du deine Abmachung mit dem Goldkönigreich einhalten kannst. Okay. Dann sehen wir mal, was auf uns zukommt. Ich kenne dieses schwebende Schloss, aber vielleicht sollten wir irgendwie eine andere Stimme hier nehmen. Warte mal. Ich kenne dieses schwebende Schloss, Magister. Aber welchen Grund hat dieses Wiedersehen? Eine eure jämmerliche Invasion zu erschlagen erschien mir wie ein sinnvoller Einsatz meiner Fähigkeiten, Azaz. Sag mir, worauf seid ihr nun hinaus? Juwelen, schwächlicher Zauberkünstler. Dieses Königreich ist voll davon und ich werde ihre Macht beanspruchen. Typisch. Natürlich werde ich das nicht gestatten. Ließe ich euch passieren, wäre mein Ruf besudelt. Oh, ihr solltet doch inzwischen wissen, ich bin unendlich. Ihr werdet noch lernen, mich zu fürchten, Magister. Ich werde euch die Augen öffnen. So, also wir haben hier so eine Heldentruppe,
Wir haben hier verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Zauber. Wir haben auch Türme und Fallen, die wir aufstellen können, um den Gegnern zu schaden. Ich weiß nicht, ob die Sachen refreshed werden. Also ich denke, das ist etwas, was wir jetzt hier ausprobieren sollten. Versperrt Gegnern den Weg, provoziert zu Beginn deines Zuges Gegnern in einem Radius von 2 Feldern. Also wenn ich den hier hinstelle, dann werden sie dieses Fass hier angreifen. Es ist im Prinzip jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber wir lesen uns kurz mal die Zauber durch. Verleiht einem Helden plus 2 vorübergehende Reichweite. Also wie das aufgebaut ist, ist, wie ihr hier unten seht, das ist der Angriffswert, das ist Bewegung, das ist die Reichweite, das ist Schild, wird jede Runde neu refreshed und die HP, wenn die auf 0 sind, ist die Einheit weg. Das haben mehr oder weniger, glaube ich, alle Einheiten, soweit ich das beurteilen kann. Das gibt uns einfach 2 Reichweite. Das lässt einen Heilpilz am Spielbrettrand erscheinen. Kann nur benutzt werden, wenn Gegner anwesend sind. Okay. Verdopplung. Wähle einen Turm aus, lässt eine Kopie davon auf dem nächsten leeren Blockfeld erscheinen. Wir können auch diese Türme hier bauen. Ein Magieturm, mittlere Reichweite, mittlerer Schaden. Kanonenturm, hohe Reichweite, niedriger Schaden. Oder ein Smaragdturm, niedrige Reichweite, hoher Schaden. Ich denke, wir platzieren mal einen Kanonenturm hier hin, in der Mitte. Weil er alles schön dann treffen kann. Unsere Einheiten sind relativ stark. Und ich denke mal, die anderen lassen wir für den Moment erstmal kommen. Die haben nur eine Reichweite, sie können weder den Turm noch uns angreifen. Wir können uns vielleicht ein bisschen in Position bringen. Hier ist unser Schachturm, den müssen wir beschützen. Gehen wir den Zug weiter. Jetzt kommen sie nach vorne. Und der Turm hat einmal geschossen. Fantastisch. Geh mal dahin. Machen wir den weg. Und die anderen zwei. Ah, du kommst da nicht ganz an den ran. Das ist ein bisschen schade. Wie wär's? Warte mal. Der kann nur, hat nur einen Nahkampfangriff. Ich schmeiß hier mal so ein Fass hin. Das zwingt den, das Fass anzugreifen. Oh. Und dann gehen wir mit den anderen nach vorne. Ganz genau. Und der Turm hat einmal geschossen, macht halt wirklich nur 4 Schaden. Das ist relativ vernachlässigbar, aber passt. So, sehr schön. Dann kriegen wir Helden-Upgrades. Selbstvertrauen, 5 vorübergehende Stärke, wenn ein benachbarter Gegner vernichtet wird. Hört sich nicht schlecht an. Du hältst 4 vorübergehende Rüstung und Stärke, wenn ein benachbarter Gegner vernichtet wird. Auch okay. Du hältst in der Nähe einer verbündeten Einheit 4 Stärke. Ich glaube, das ist am einfachsten einzusetzen, deswegen nehmen wir das mal. Und keine Gegner. Es kann sein, dass noch eine zweite Welle kommt. Ich bringe mal den Turm ein bisschen nach vorne. Ja. Hier kommen 5 weitere Gegner zum Zuge. Und das heißt, ich denke, wir bringen hier niedrige Reichweite, hoher Schaden. 10 Damage. Den Turm damit ins Spiel. Stellen unsere Einheiten sie hier so ein bisschen, auf, damit sie angreifen können. Turm etwas hinten hin. Vielleicht können wir hier noch Spikes hinpacken. Und dann gehen wir den Zug ab. Okay. Wenn die Gegner spawnen, werden sie auch direkt schon getroffen. Der hier hat 2-mal geschossen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Die 2 haben nicht so wirklich viel. Moment mal. Kannst du hier... Okay, du kannst den hier töten. Fantastisch. Dann machen wir das doch. Dann... Auf geht's. Nächster. Und alle sind weg. Gute Sache. Neue Helden-Upgrades. Erschütternder Stoß. Neben einer Barrikade erhält der Krieger plus 1 Reichweite. Fallenmeister, der Diebe hält plus 2 Stärke für scharf gemachte Fallen auf dem Spielbrett.
Ja. Ich meine, kann man brauchen. Wenn die Zauberin einen Gegner angreift, wird sie Kettenblitz. Dein Kettenblitz verursacht die abgerundete Hälfte seiner Stärkewerts aus Schaden. Kettenblitz löst alle Kettenblitzeffekte aus und springt dann zum nächsten gültigen, noch nicht getroffenen Ziel. Wir können es mal ausprobieren. Hört sich interessant an. Ansonsten würde ich sagen... Okay, jetzt kommen hier nochmal eine Welle von Gegnern. 7 Stück an der Zahl. Ich weiß nicht, wie viele Wellen es sind. Ja, 2 von 5. Okay. Wir müssen noch ein paar Rundchen durchhalten. Das heißt, ich muss mit unseren... Wir können hier noch vielleicht einen Magieturm einsetzen. Ja, komm. Passt. Sehr gut. So, dann natürlich bringen wir wieder unsere Leute in Position. Ups. Vergiss nicht, ich muss die Leertaste drücken, damit das so übernommen wird. Der Schachturm hat nicht so viel Damage, aber vielleicht wird er noch nützlich werden. Lasst uns mal vielleicht hier die ein bisschen blocken. Was haben wir noch? Ein Heilpilz brauchen wir nicht. Plus 2 Reichweite. Ist jetzt nicht... Wobei, das hier könnte man vielleicht mal machen. Ja, wenn, dann nehmen wir den langen Turm, der überall eigentlich Schaden verursachen müsste können. So. Oh, hier ist auch nochmal einer. Den habe ich ja nicht gesehen. Gute Sache. So, wie machen wir das? Also ja, die Türme schießen automatisch, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, was dieses Symbol hier genau bedeutet. Das haben nur die Fernkämpfer. Ich glaube, der hier kommt nicht wirklich voran. Ich denke, den können wir ignorieren für den Moment. Unser Rook kann nicht wirklich was Produktives machen. Außer dem mal eine reinballern. Dann hat er ein bisschen weniger. So, mach den mal platt. Dann würde ich sagen... nein. Du hast eine Reichweite von 2 bis 3. Okay, so kannst du den angreifen. Mach mal. Kettenblitz hat auch getroffen. Machen wir den weg. So, jetzt haben wir noch die 3. Einer wird bestimmt hier reinrennen. Der hier kann wahrscheinlich nichts machen. Und der... Er kommt an den Turm ran, ist aber nicht so wild. Wir können hier noch Spikes hinpappen. Und dann gehen wir den Zug weiter. Okay, ich glaube, die Türme halten genug aus. Von dem her, das erscheint mir nicht so wild. Dann... ich weiß nicht, ob die Zauberin angreifen kann. Läuft es vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich hätte die Reihenfolge anders machen sollen. Ich hätte mit ihm den hier angreifen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Aber wir hätten... warte mal, wir könnten hier vielleicht 2 Reichweite geben. Oh yes. Gute Sache. Neue Upgrades. Wenn ein Markturm zerstört wird, erhält der Krieger bis zum Ende des Kampfes plus 1 Schadenradius. Was ist Schadenradius?
Ach so, das ist das hier. Plus 1 Range, denke ich mal einfach, ne? Plus 8 Stärke, wenn der Dieb Schaden erleidet, verliert er den Effekt. Wird in jedem Kampf zurückgesetzt. Heimzahlung. Die Zauberin erhält zu Beginn ihres nächsten Zuges 3 vorübergehende Stärke plus 1 vorübergehende Reichweite, wenn sie Rüstungsschaden erleidet. Wir nehmen das hier, das hört sich sehr gut an. Weil wir positionieren unsere Leute ja so, dass sie eigentlich möglichst keinen Schaden nehmen sollten. So, dann würde ich sagen, platzieren wir hier mal noch ein Fass, damit der Turm nicht angegriffen wird. Und wir positionieren unsere Leute wieder. Hier, ne? Krieger, Dieb, Zauberin, falls es noch nicht klar gewesen wäre. Irgendwie habe ich das gerade für sehr selbstverständlich angeguckt, aber wir machen es mal so. Und schauen, was alles kommt. Die Türme haben alle gut Schaden gemacht. Die Heilpilze, ja, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also der Dieb hat 18. Ich würde sagen, warte mal, du kümmerst dich. Wir haben eh nur noch 2 Gegner. Easy peasy, oder? Das lief. Plus 3 Rüstung für jede Barrikade im Spiel. Okay, das ist nice. Die Angriffe der Diebe umgehen. Rüstung ist auch super nice. Wenn die Zauberin einen Gegner vernichtet, erhält sie in der nächsten Runde plus 4 Stärke und plus 1 Reichweite. Ich weiß noch nicht. In der Regel, wenn wir einen Gegner vernichten, ist dann in der nächsten Runde ist eine tote Runde, wo wir einfach nur rumgammeln. Ich denke, wir nehmen das hier. Okay, geben wir den Zug ab. Zweitletzte Runde. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Okay, ich denke mal, der Dieb wird mit dem fertig. Ich bringe die Zauberin ein bisschen da in Position. Der wird das Fass wahrscheinlich angreifen, dass es der Krieger geht. Mal hierhin. Um die zwei klar zu machen. So, Zug beenden. Warte mal. Hä? Wir könnten die Reichweite geben, oder? Dann kannst du zumindest den hier platt machen. Und das passt so. So, die werden schon mal weg. Was zur Hölle ist das hier eigentlich? Interdimensionaler Dieb. Der hat keinen Angriff. Aus irgendwelchen Gründen. Sollen wir unseren Turm zurückziehen? Er kommt immer noch ran. Der ist relativ schnell. Aber es ist nur 4 Damage. Wir können auch unseren... Ich denke mal, auch unseren Schachturm können wir dann mit dem heilenden Verbündeten heilen. Mal gucken, was sie tun. Ach ja, das ist ein Fernkämpfer. Nicht so wild. So. Haben wir irgendjemanden, der an das Ding da rankommt? Ich glaube es nicht. Warte mal, was? Warum kannst du da nicht angreifen? Ach, Nahkampf geht bei dir nicht. 2 bis 3. Okay, verstehe. Keine Ahnung, was mit diesem Ding hier ist. Es gibt keine, soweit ich das sehen kann, keine Tooltips bei den Gegnern. Okay, das ist der einzige Turm, der gerade angreifen kann. Warte mal. Einfach sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob der irgendwie was Übles machen kann. Machen wir ihn weg.
Umleitung. Wenn du noch Rüstung hast, wird schadenbenachbarten Helden zum Krieger umgeleitet. Minus 1 Bewegung, plus 6 Rüstung. Bewegung ist ein Problem. Die Zauberin erhält 3 vorübergehende Stärke, wenn ein Gegner innerhalb ihrer Angreifsreichweite vernichtet wird. Ja, könnte man nehmen. Zug beenden. So, finale Runde. Ich denke mal, es wird jetzt Bosswelle. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt kommt unser Übelbösewicht. Boss-Spawn-Punkt. Okay. Wir haben noch ein... Ich bring dich mal hier hin. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Das macht das Fass. 2 bis 3. Du müsstest den one-shotten können. Und... Du bleibst mal da. Plus, Schachturm bringen wir auch in Position. Okay, also, der hier hat 80 HP. Das ist unser Boss. Der hier ist Geschichte. Der wird das Fass angreifen. Der hat eine Reichweite, einen Movement von 3. 1, 2, 3. Also, zieh mal den Schachturm zurück. Ich möchte ihn ein bisschen näher bringen. 1, 2, 3. Reichweite von 1. Okay, ich glaube, diagonal angreifen ist, braucht eine Reichweite von 2. Heißt, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Lassen wir ihn kommen. Und dann in der nächsten Runde sollte er das Fass angreifen. Alles andere passt. Oh, den Typ habe ich vergessen. Ups. Ist nicht so schlimm. Oh, okay. Naja, er müsste jetzt sowieso eigentlich das dumme Fass angreifen. Wenn er denn kann. Ich hoffe einfach mal, dass das so klappt. So, machen wir 10 Schaden mal da. Und unser Schachturm greift auch nochmal an. Mach da mal einen Heilpilz hin. Ich weiß nicht, können wir da einfach raufrennen oder wie funktioniert das? So, der müsste jetzt eigentlich hier hingehen und das Fass kaputt hauen. Ganz genau. Oh. Warum greifen unsere Türme den Pilz an? Was hat der? 3, 1, 2, 3. Ich glaube, wenn ich angegriffen habe, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Von dem her, das ist eher schlecht. Geh du mal dahin. Er sollte eigentlich nicht gewone-shottet. Oh. Sollte nicht gewone-shottet werden. Machen wir noch ein bisschen Schaden. Jetzt greift er unseren Krieger an. Kriegt aber jede Runde ein bisschen mehr Damage. Also wir dürfen den anscheinend nicht allzu lange am Leben lassen. Ich glaube, das sollte aber nicht so ein Problem sein. Weg ist er. Sehr gut. Vernichtender Schnitt. Wenn der Gegner nach deinem Angriff weniger als das Dreifache deiner Rüstung hat, wird er vernichtet. Schwarzpulver. Wenn der Dieb einen Gegner tötet, explodiert er und fügt allen in seinem Radius 2 Feldern 6 Schaden zu. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Wenn die Zauberin Gesundheitsschaden erleidet, kannst du einmal pro Kampf deinen Zauber mit hoher Stufe kostenlos wirken. Hm.
Ich möchte eigentlich nicht, dass die Gesundheit Schaden erleidet. Das ist... Ich habe das Gefühl, wenn er keine Rüstung hat, dann sollte er instant down sein, egal wie viel HP er hat. Das wäre ziemlich OP, aber wir nehmen das mal. Deswegen habe ich das Gefühl, ich verstehe das nicht richtig. Diese drei, warum scheinen sie mir so vertraut zu sein? Ihr seid ihnen vielleicht begegnet, als sie noch am Leben waren, zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort. Apropos, ihr gehört nicht hierher, nicht wahr, Azaz? Leb wohl, dümmlicher Dämon. Feigling, ihr hättet mich wenigstens mit euren eigenen Händen töten sollen. Gold verdient 110 für das ganze Töten der Gegner. Und das war Kapitel 1 mal abgeschlossen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Eislanden. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.